Nutze die beste Zeit zum Wünschen. Natürlich gibt es Zeitpunkte, die besonders günstig sind, um in Resonanz mit seinen Wünschen zu kommen. Es gibt sogar einen Zeitpunkt, der prädestiniert dafür ist. Abends, vor dem Einschlafen, ist die beste Zeit. Unser Gedächtnis wird nämlich nicht am Tag, sondern vor allem nachts, wenn wir schlafen, aufgebaut. Am intensivsten prägt sich dabei in unser Gedächtnis ein, was wir kurz vor dem Schlafengehen erleben, denken oder fühlen. Das wäre also die beste Zeit, um sich auf unsere Wünsche zu fokussieren. Was aber tun wir abends gewöhnlicherweise vor dem Einschlafen? Wir sehen Nachrichten an. Nachrichten sind nichts anderes als eine Ansammlung von negativen Mitteilungen. Wir erfahren von Arbeitslosigkeit, Katastrophen, Zusammenbrüchen, Waldsterben, Terroranschlägen und der Möglichkeit, schon bald selbst Ziel solcher Anschläge zu sein. Nachdem man uns die schlimmsten Dinge anhand der grausamsten Bilder nahegebracht hat, lächelt der Nachrichtensprecher uns an und wünscht uns eine gute Nacht. Wie soll eine gute Nacht denn aussehen? Erneut gingen einige Bomben in verschiedenen Vierteln hoch. Die Polizei und die Einsatzkräfte versuchen, wieder Ordnung herzustellen. Aber inzwischen hat eine massenartige Flucht eingesetzt. Wegen der massiven Plünderungen hat das Militär eine unbefristete Ausgangssperre verhängt. Alle Geschäfte und Restaurants bleiben bis auf Weiteres geschlossen. Die Stadt wurde zu einem Ort, den manche bereits als Geisterstadt bezeichnen. Trotz des Flugverbotes wurde erneut ein nicht identifizierbares Flugzeug gesichtet und löste weitere Panik in der Bevölkerung aus, während das Militär noch immer nach den Verantwortlichen sucht. In Thailand haben schwere Stürme für katastrophale Zustände gesorgt. Die Rettungsmannschaften der Seenot konnten wegen der schlechten Sichtverhältnisse nicht auf die See hinaus. Hunderte Menschen waren auf sich allein gestellt und über 90 Menschen ertranken in den Fluten. In den Städten ist wegen der schweren Regenfälle seit Tagen der Strom ausgefallen und hat zur massiven Landflucht geführt. Nachrichten und Zeitungen sind die besten Informationsträger, um Ängste zu schüren und zu verstärken. Sind wir mit unseren Gedanken in unserer Angstenergie gefangen, ziehen wir weitere Erfahrungen in unser Leben, die unsere Ängste bestätigen. When we're angry, we tune into a field of anger. Our whole body becomes agitated through adrenaline and other physiological responses, and our minds are filled with angry thoughts. Our brain is associated with information, but doesn't produce information. It's rather like a transceiver, a radio transmitter. It picks up information, it also sends information, but in between it acts like a computer because it elaborates information. Ängste sind wie Magnete. Wenn wir nun mit Angst und Stress einschlafen, nehmen wir diese Energie nicht nur in unser Schlafbewusstsein mit, sondern wir speichern sie auch noch in unserem Gedächtnis. All das Gehörte wird auf diese Weise zu unserer eigenen Wahrheit. Das bedeutet, auch die Angstenergie wird immer mehr zu unserer einzigen Wahrheit. Was also auf den ersten Blick so harmlos aussieht, hat eine enorme Tragweite. Anstatt diese Zeit für unsere Wunschenergie zu nutzen, gehen wir in unsere Angstenergie. Es gibt aber noch einen Zeitpunkt, der für unsere Wunschenergie sehr wesentlich ist, gleich nach dem Aufwachen. Dieser Augenblick ist sehr geeignet, all die gewünschten Dinge in unser Tagesbewusstsein mitzunehmen. Und was machen wir in der Früh nach dem Aufwachen? Wir lesen Zeitung und steigen sofort wieder in eine ähnliche Angstenergie ein. Was nützen dir all die positiven Resonanzfelder, die du aufbaust, wenn du sie gleich wieder selbst einreißt? Unser Unterbewusstsein lagert diese Erfahrungen in seine Speicher ein und richtet künftige Informationen nach diesen neuen Erfahrungen aus. If we feel loving, then we have a different set of emotions. If we feel worried, our minds are preoccupied with all sorts of bad possibilities and what should we do and so forth. Um dir selbst klar vor Augen zu führen, wie völlig anders dein Leben verlaufen könnte, probiere doch mal aus, wie es sich anfühlt,
eine Woche lang ohne Nachrichten ins Bett zu gehen. Die Heilkraft der Gedanken. Wenn wir beim Wünschen Wunder erwarten dürfen, liegt natürlich die Frage nahe, können wir mit unseren Gedanken und Gefühlen auch heilen? Glaubt man den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen, scheint diese Frage durchaus mit Ja zu beantworten zu sein. The healing doesn't work the way we were taught in school. You know, healing is not, the body doesn't heal through chemicals. It heals through vibration, through frequency, through resonance. Wenn wir gesund sind, sind wir im Einklang, in der Mitte, ausgeglichen, in Resonanz mit Gesundheit. Wenn wir krank sind, sind wir außerhalb der Balance. Wenn diese Balance zerstört wird, werden die Menschen krank und unausgeglichen und alles geht schief. Healing is balance. When you bring something into a state of balance, it vibrates at that level of balance, and anything that's not vibrating in sync with that has nothing to hold on to and it falls away. Sometimes the body just heals itself in a miraculous way. I'm so glad that I've seen thousands of people who have been fortunate and their bodies have healed. And working in an environment where all you do is ask the body what's wrong and the body can tell you and then you can work with the body in many ways, it's amazing to see the changes in people's lives. Wie wir unsere immense Selbstheilungskraft aktivieren können, zeigt uns das Beispiel von Isabelle, die an akuter Leukämie erkrankte. Ich habe mich vollkommen sozusagen der höheren Macht anheimgegeben, aber beschlossen, den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als zu affirmieren, ich bin vollkommen gesund. Isabelle de Valois wurde wieder vollkommen gesund. Heute reist sie durch die Welt und hält Vorträge über ihren Werdegang und die Möglichkeit, mittels der Kraft unserer Gedanken auf unseren Körper einwirken zu können. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um gesund zu bleiben oder gesund zu werden, ist, sich immer gesund zu sehen. Das Visualisierung ist eines der wichtigsten Dinge, denn unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir etwas erleben oder etwas uns nur vorstellen. Also wenn immer wir gesund sein wollen oder gesund bleiben wollen, sollten wir uns immer vorstellen, wir sind gesund, wir bleiben gesund. Unterstütze deinen behandelnden Arzt oder Heilpraktiker mit deiner positiven Energie und stell dir ganz bewusst vor, wie es ist, wenn du bereits gesund bist. Was würdest du tun? Was immer dir Freude bereiten würde, solltest du dir in den buntesten Farben ausmalen. Wir fühlen regelrecht in die heilende Wirkung hinein. Wir spüren die Wirksamkeit unserer Gedanken und können damit einen neuen Bauplan für unseren Körper errichten. The heart creates fields that are up to 100 times stronger electrically and over 5,000 times stronger magnetically than the brain. And this perhaps explains why
It's easier to feel our way into healing than it is to think our way into that process. This is one of the most fascinating aspects of putting together complementary and alternative medicine with conventional medicine. Gehe in die Vorfreude. Fühle, wie wundervoll es ist, gesund zu sein. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, in Resonanz mit Gesundheit zu kommen. Und zwar dann, wenn wir die Heilkraft der Klänge nutzen. Wie wesentlich der Einfluss von Tönen und Musik sein kann, weiß man bereits seit Jahrhunderten. Bereits Pythagoras lehrte, dass die Schwingungen von Musik einen besonderen Einfluss auf die Gesunderhaltung von Menschen haben. Genau dies bestätigt nun auch die moderne Wissenschaft. Allgemein wird ja die Wirkung von Musik inzwischen nicht mehr bestritten. Wir wissen, dass sie schmerzstillende Endorphine auslöst. Wir wissen, dass sie unsere ganzen Körpersäfte verändert, den Blutdruck eben oder den Puls. Sie tritt in Resonanz mit unserem Körper, über den Rhythmus, mit unserem Blutdruck, mit dem Herzschlag. Sie tritt in Resonanz mit unseren Gefühlen. Sie tritt in Resonanz mit unserem Unbewussten. By working with music, especially sacred music, using sacred mantras that the great teachers have used down through the ages, we can create a type of energy vortex, an energy rush throughout the human body through which we can more quickly assimilate or collect, as it were, the energy potentials of body, mind and spirit. Masaru Emoto zum Beispiel hat die Wirkung von Musik auf eindrucksvolle Weise sichtbar gemacht. Er filmte gefrorene Wasserkristalle und beschallte sie mit Musik. So sieht ein Wasserkristall von destilliertem Wasser aus, bevor es Musik ausgesetzt ist. Und das geschieht mit diesem Kristall, wenn man Mozart spielt. Sehen wir uns doch mal einen Wasserkristall an, wenn er mit Beethoven beschallt wird. Wenn Musik eine solche Wirkung auf die Wasserkristalle hat und wir daran denken, dass wir zu 70% aus Wasser bestehen, können wir uns vorstellen, was Musik mit unserem Körper und mit unseren Gefühlen bewirkt. Wie hier zum Beispiel bei Dvořák. Die 14 Gesetze des erfolgreichen Wünschens. Alles ist möglich. Alle Wünsche können sich erfüllen. Wir müssen nur ein paar Dinge beachten.